Herzlich willkommen zu Seelenklang, dieses Mal aus der KHG Bamberg. Wie gewohnt laden wir dich ein, lass dich für den neuen Tag, für die neue Woche inspirieren mit einem biblischen Text, mit Musik und Bild und einem Gedicht. Dieses Mal geht es um das Thema Glück. Für jeden bedeutet das etwas anderes. Was bedeutet es für Künstler? Was kann es für dich heißen? Als biblische Lesung hören wir heute einen Abschnitt aus dem 13. Kapitel des Matthäusevangeliums. In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Wir sind von der offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe Bamberg und schon seit Jahrzehnten mit unserem Freizeittreff in den Räumen der katholischen Hochschulgemeinde zu Gast. Sehr gerne beteiligen wir uns mit einem Gedicht von Georg Paul Michel an dem Projekt Seelenklang. Georg Paul Michel wurde 1960 in Schlander, Südtirol, geboren und starb am 18. März 2020 in Prag. Er war ein Südtiroler Schriftsteller und Maler mit geistiger Behinderung. Ich bin nicht behindert, ich kann reden, hielt Paul Michel selbst dem Sprachgebrauch entgegen. Paul Michels Arbeiten sprengen jedes Schema, kurze Prosaverdichtungen, randvoll mit teilnehmenden Beobachtungen und geschult an rituellen Phrasen, katholischen genauso wie touristischen. Südtirol, heißt es da, ist ein Luftkurort zur Beatmung der Lungenflügel. Und in den Innsbrucker Gasthäuser, weiß Georg Paul Michel zu berichten, kann man sich köstlich abspeisen lassen, während in Rimini Menschenhaut von der prallen Sonne überschattet werde. Das große Geheimnis von Paul Michels Texten, auch sie haben einen doppelten Blick, sind manchmal absurd und meistens lustig, ohne dass es etwas zwanghaft verblödelt wird. Lachen und Weinen über Zeit und Zustände liegen nah beieinander. Bisweilen überlagern sich Heiterkeit und existenzieller Ernst. Ich werde nie sterben, heißt es bereits im ersten Buch, stramm gefegt. Und weiter, einmal müssen alle sterben. Der Tod ist etwas Schreckliches. Nach dem Tod werde ich auferstehen, im Himmel werde ich mit den Engeln beten. Sie sollten ihn auch dichten lassen, die Engel. Das hat noch jeden Ort zu einem besseren gemacht. Wie das Himmelsreich ist auch das Glück für jeden etwas anderes. Und wir sind oftmals beiden schon so nah, ohne es zu merken. Burkhard Vollmer liest nun das Gedicht von Georg Paul Michel Glück auf. Glück auf, das Glück wohnt irgendwo, bei mir ist Ruhe und Frieden eingekehrt. Glück bringt der Viererklee oder der Fünferklee. Das Glück macht Grenzen im Angesicht. Manche Menschen sind unglücklich, weil ihnen der Notstand zur Kehle greift. Es gibt Spaßweine und Glücksweine. Das Glück wohnt im Hundehaus. Kläffend versteht der Hund vom Glück nichts. Es gibt noch ein Glück auf der Welt. Zum Glück wackeln wir nicht die faulen Zähne. Zum Glück gibt's bei mir immer Speisereste zum Vernaschen. Jesus hat kein Glück gehabt, sie haben ihn am Kreuz festgenagelt.
Wir alle sehnen uns nach einem geglückten Leben, nach Erfolg und Anerkennung, Liebe und Geborgenheit. Viele suchen das große Glück und übersehen dabei das kleine Glück im Alltag. Wir bitten für uns selbst um Achtsamkeit, um wache Augen und ein offenes Herz, dass wir wahrnehmen, wo uns das Glück im Alltag begegnen will und wo wir ein bisschen Glück auch weiterschenken können. Wir bitten auch für die Menschen, die nicht vom Glück verwöhnt sind, die auf den Schattenseiten des Lebens stehen. Beten wir gemeinsam um Gottes Hilfe, der für uns wie eine sorgende Mutter und ein sorgender Vater sein möchte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eine neue Woche wartet nun auf uns. Und bestimmt ist auch dein Kalender mehr als gut gefüllt. Dass zwischen all den Aufgaben und Terminen, zwischen dem, was so dringlich ist und uns Druck macht, dass wir da genügend Zeit noch finden für die kleinen Momente des Glücks, wo wir Glück entdecken dürfen für uns und für die Menschen um uns und wo wir Glück auch verschenken dürfen. Darum wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Und so segne und geleite uns in den kommenden Tagen der gütige, der menschenliebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine gesegnete, eine gute und glückerfüllte Woche euch allen.